Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen WoW Shadowlands Torghast Event Guide. Wir schauen uns heute mal den Chor der Toten Seelen an, dem Event, das hier seit dem 9. Februar in den Mauern des Turms der Verdammten stattfindet. Und was das alles beinhaltet und wie es funktioniert, da wollen wir jetzt mal etwas genauer drauf eingehen. Doch bevor es gleich losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke zerschmettern. Nur so seid ihr immer auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Und jetzt viel Spaß! Ja, Freunde, eins noch vorweg, bevor wir hier gleich durchstarten. Zur Zeit der Aufnahme dieses Videos habe ich die magische Grenze von 200 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal überwunden. Und an der Stelle möchte ich euch allen recht herzlich dafür danken und bin sowas von begeistert für euren tollen Support und hoffe, es geht auch in Zukunft so tatkräftig weiter. Und jetzt möchte ich auch nicht weiter groß drumherum labern und einfach mal durchstarten. Denn draußen ist kalt, der Winter ist über uns reingebrochen. Der Schnee macht uns allen zu schaffen und mich fröstet es auch schon, weil hier die kalten Mauern von Torghast auch nicht sehr einladend aussehen. Ihr seht da schon, die ersten beiden Banausen stehen da vorne und warten, wie wir denen jetzt gleich auf die Fresse klatschen. Und dann schauen wir doch mal, was die erste Animazelle uns so bietet. Doch zunächst sollte ich natürlich auch mein Interface einschalten. Jawohl, da sind wir. Ohne das wird es ein bisschen schwierig hier in Torghast. Und ihr wisst ja noch, meine Kriegerin ist bei dem Vent hier und unsere Hauptfähigkeit ist Verurteilen und wir verurteilen die Gegner jetzt in Staub, würde ich sagen. So, das Event fängt folgendermaßen an. Die erste Animazelle in Torghast auf den unteren Ebenen, wohlgemerkt, das müsst ihr im Hinterkopf behalten, in den gewundenen Korridoren ist das Event nicht aktiv. Nur die unteren Ebenen, die 6 Flure. Wir befinden uns übrigens in Ebene 8 der 6 Flure, also es wird schon nicht ganz so einfach. Wie dem auch sei, die erste Animazelle bietet normalerweise 2 Auswahlmöglichkeiten für eure Klasse. Aber während der Eventzeit haben wir eine dritte, und zwar den Chor der Toten Seelen, den nehmen wir jetzt einfach mal. Und ich muss dazu sagen, vom letzten Event, Bestien des Brodigums, war ich ziemlich enttäuscht. Bin auch keiner, der jetzt hier wirklich gerne Pet-Klassen spielt und dann sich ein Schattenpet auszusuchen, auch wenn es ganz cool aussah. Es war einfach nicht stark genug, es hat keinen Spaß gemacht und ja, es ist ja bei euch vielleicht anders, aber mir hat es nicht so gefallen. Aber Chor der Toten Seelen, Leute, der macht richtig Fun und ihr seht schon, hier haben wir jetzt den Button Chor der Toten Seelen und wir verwandeln uns, wenn wir den klicken, in einen Schemen mit neuen Fähigkeiten. Schaut mal, was wir jetzt für ein geiles Vieh sind, ja? Also wir sind jetzt so ein Schemen-Hulk und werden den da vorne richtig aufs Maul geben. Mit der Taste hier zurück zur Existenz zurückkehren, wechseln wir wieder in unseren Körper und können alle unsere anderen Fähigkeiten benutzen und können auch direkt wieder in die Schemengestalt, ohne hier eine Abklingzeit, was schon ziemlich geil ist. Und wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, euer Partner, sage ich mal, jetzt kein Chor der Toten Seelen gewählt hat, kann er euch trotzdem anklicken und die Macht von euch praktisch so ein bisschen absorbieren und dann, soviel ich weiß, Zauber während des Laufens casten, was auch schon sehr stark ist und vielleicht noch ein paar andere Boni, von denen ich jetzt noch nichts genaueres weiß. Darüber hinaus haben wir 4 Fähigkeiten und die reichen auch vollkommen aus, was auch ziemlich schön ist. Man muss sich nicht auf die 12 Millionen Fähigkeiten der Klasse konzentrieren und irgendwie versuchen hier durchzuklatschen. Nein, wir haben genau 4 Fähigkeiten, davon eine mit 8 Sekunden Abklingzeit, klagender Schuss, 40 Meter Reichweite, verschießt negative Energie auf einen Gegner, die knapp 5000 Schattenschaden verursacht und das Wirken von Zaubern unterbricht, sodass 4 Sekunden lang kein Zauber dieser Art gewirkt werden kann. Ja, das ist schon sehr stark. Dann haben wir ohne Abklingzeit und einen Sofortzauber, entfesselt einen wilden Schrei, der Gegner innerhalb von 10 Metern 2000 Schattenschaden zufügt, das ist unsere Haupt-DPS-Fähigkeit. Dazu haben wir noch die Phasenverschiebung mit einer 12 Sekunden Abklingzeit, auch ein Sofortcast. Verschiebt sich aus der Realität, was sämtlichen erlittenen Schaden 1,5 Sekunden lang um 90% verringert, kann während des Wirkens von Zaubern eingesetzt werden. Und wir haben windende Schatten, Sofortzauber 15 Sekunden Abklingzeit, teleportiert durch die Schatten zu einem Zielort eurer Wahl. Ja, 1,5 Sekunden lang keinen Schaden kriegen, beziehungsweise 90% weniger, klingt jetzt erstmal nicht so gut, weil es nur 1,5 Sekunden sind, aber ich kann euch verraten, an der Stelle ein kleiner Spoiler, es gibt Anima-Boni, die sowohl bei der Phasenverschiebung als auch bei den windenden Schatten die Aufladezahl drastisch erhöht und dann kann man das halt kontinuierlich einsetzen und dann sieht die Sache schon anders aus. Doch, nicht lang rumgequatscht, wir fangen jetzt mal an. Ebene 8, die unteren Ebenen, klagender Schuss ins Maul, zack, gleich mal 4600 unkritischer Schaden und jetzt die Welle. Die Welle des Schattenschadens und wir reißen sie einfach kaputt und wenn unser klagender Schuss bereit ist, komm, gehen wir ihm einfach und Ende. Ja.
Phylakterium einfach kaputt gemacht und eingesammelt. Ihr habt gesehen, diese kleine lila Welle, die von mir ausgeht, das ist meine Waffenverzauberung, lichtlose Kraft. Das heißt, auch das wird eingesetzt, während ihr kämpft. Ja, was natürlich jetzt nicht geht, ist hier mein Springen, aber gut, ne? Sollte nicht gehen, nein. So, nochmal vergewissert. Macht ja nichts. Wir können ja jederzeit in unsere Form zurückgehen, in unsere menschliche Form, sage ich mal. Unsere Elfenform. Und dann können wir hier hinhüpfen. Bisschen abkürzen sozusagen. Dann quatschen wir den Kollegen. Ja, abquatschen, warum denn? Wir können die ja auch alle so anquatschen. Ja, also wir bleiben komplett jetzt in der Form. Ja, hier kein Quatsch gemacht. Kein Hybridspiel hier. Volle Kanne, nur Chor der toten Seelen. Wir können Phylakterien zerstören. Wir können diese Typis hier anquatschen. Wir können Animazellen aufsammeln. Wir können looten. Alles in unserer Schemenform. Also, was soll der da jetzt? Bleiben wir hier einfach. Jawohl, und zack. Leute, ich kann euch sagen, mir tut alles weh, ne? Oh, mein Körper tut mir weh. Habe ich doch am Wochenende hier Schnee geschüttet. Oh, das war die Hölle. Wintereinbruch in Deutschland und mich hat es auch selbst fast zerrissen da draußen. Ich musste am Wochenende 4-mal pro Tag raus. 4-5-mal war ich draußen, nachts geschippt, tagsüber geschippt, gestreut. Oh, ich bin ja jemand, der macht nicht gerne viel Sport. Und das war schon Qual für mich. Und heute ist Mittwoch und am Wochenende, ja, ist ein paar Tage her und trotzdem habe ich noch leicht Muskelkater. Aber die letzten Tage sind echt dreckig. Das ist ein Krampf gewesen da draußen. Und zum Glück hat es die letzten zwei Tage jetzt nicht so dermaßen geschneit, dass wir nicht wieder kontinuierlich raus mussten. Aber ich hoffe, das hat jetzt bald mal ein Ende. Die Sonne kann kommen, der Winter kann gehen. Leute, was ist hier los? Warum stirbt der nicht? Komm, klagender Schuss ins Maul und dann war es das auch schon. Jetzt haben wir hier zwei Elites, da sollte man ein bisschen aufpassen, obwohl wir Ebene 1 sind, ne? Machen die uns schon gut Schaden und wir haben noch kaum Anima-Boni, aber wir machen trotzdem mal, jetzt kommt ein bisschen Action. Was soll's denn? Die Sache ist halt, dass die stärker werden über Zeit. Komm, jetzt hauen wir mal hier die Phasenverschiebung ran. Ach, Leute, ich bin auch blöd, warum mache ich das denn? Warum pull ich denn so hart? Ich habe doch noch gar nicht hier irgendwas, was mich heilt. Wir gehen mal kurz ein Stück weg. Wir sind ja Waffenkrieger, ne? Da müsst ihr unsere passive Heilung eigentlich gleich mal reinkicken hier. Da kommt sie schon. Ihr seht, die passiven Fähigkeiten funktionieren auch. So, weiter geht's. Wir mussten mal kurz heilen. Phasenverschiebung rein, ein bisschen Schaden rausnehmen. Das heißt, wir haben also auch von unseren Klassen und unserem Volk oder so die passiven Fähigkeiten. Sehr nice. Und da haben wir jetzt einfach mal die passive Fähigkeit gewählt, dass wir hier ein paar Sekunden lang uns gegenrechnen, wenn wir keinen Schaden kriegen. Und dann sollte man langsam mal ein bisschen bissen wieder, ne? Ja, dann sterben wir gleich. Komm, nochmal heilen. Komm, nochmal heilen. Jawohl. Ah, jetzt resettet der Arsch. Okay, das war ein bisschen blöd. Ich hätte ihn nicht so übermütig pullen sollen, weil wir noch keinen Heal haben. Der kommt aber recht zügig auch. Macht ja nichts. Vielleicht ja schon in der Animation. Wir gucken mal. Natürlich. Aufhören des Exil des Lebens. Wenn ihr unter 20% Gesundheit fallt, werdet ihr sofort vollständig geheilt. Das nehmen wir einfach mal mit. Ist okay. Ach ja, genau. An der Stelle muss ich mal eins sagen. Auch wenn man Chor der toten Seelen wählt, ja, muss ich leider sagen, ich würde dem Event gerne 5 von 5 Sternen geben, wenn ich das mal so bewerten darf. Aber ich muss ihm leider 4 von 5 Sternen geben, weil ich finde es ein bisschen blöd, dass wenn man sich am Anfang für den Chor entscheidet, man dennoch in diesen wenigen 6 Ebenen, die man hat, öfter mal Anima-Boni kriegt, die nur für die Main-Klasse sind. Also für euren Krieger oder Paladin oder was auch immer ihr unterwegs seid. Und einfach mal dann die Chor-Fähigkeiten außer Acht gelassen werden. Dann gibt es einen Anima-Boni, zum Beispiel hier. Das ist jetzt Allround, das ist in Ordnung. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier kommt, verurteilt macht 25% mehr Schaden. Ja, einen herzlichen Glückwunsch benutze ich nicht. Wenn wir Chor der Toten sehen sind, möchte ich halt nur Chor-Fähigkeiten haben. Ja, und ich nehme an der Stelle hier die Zauberzeitverringerung mit. Wenn man sich schon am Anfang entscheidet, dass man dieses Bild spielt, dieses Event spielt, dann sollte es auch meiner Meinung nach in den Anima-Bonis halt diese Allrounder meinetwegen geben, aber der Rest sollte dann Chor-Fähigkeiten sein. Aber nun gut, da ist dann halt Abzug in der B-Note, ansonsten macht dieses Event mega Spaß. Ihr seht, noch gehe ich nicht katastrophal hier ab, noch eskaliere ich nicht komplett, das kommt aber noch, vielleicht nach dem ersten Händler. Wenn ich dann irgendwann mal hier so etwas mehr als doppelten Schaden mache, wenn die Phasenverschiebung hier ein bisschen krasser ist und so weiter, aber dazu kommen wir noch, hoffe ich. Wir geben mal hier ins Phylakterium rein, die sterben hier einfach mal nebenbei mit weg. Es ist halt schon guter Schaden, eine Instant-Fähigkeit, die alle Gegner trifft für 2000 Schaden. Und ihr seht es hier, Freunde, 4000 DPS hier, 3000 DPS, ohne hier groß was zu haben.
keine großen Boni. Das ist schon ordentlich eigentlich für so ein Event. Da können sich die Bestien des Brodigoms vom letzten Mal eigentlich mal eine Scheibe abschneiden, weil die Viecher haben gar nicht. Hast du nicht mal gemerkt, ob die Viecher überhaupt Schaden machen oder ob die unterbrechen und wofür die gut sind? Außer du hattest das Spottpad dabei, das hat ja ab und zu mal so einen Gegner abgespottet, das war in Ordnung. Aber naja, nicht so meins. Das hier ist schon sehr geil und es gibt ja noch ein drittes Event. Bin gespannt, wie das dann ist, wenn das startet, aber das hier, das ist schon sehr nice. Jetzt müssen wir mal kurz drüber sprechen, was sind die Vorteile von diesem Event? Und warum sollte man das spielen? Na, zum einen bringt es ein bisschen Abwechslung in Torghast rein. Zum anderen ändert es nichts am Prinzip von Torghast. Ihr geht hier durch und am Ende holt ihr euch die Seelenasche ab. Und wenn ihr das gemacht habt auf Ebene 8, dann ist auch gut. Mehr kriegt ihr dann die Woche nicht. Ihr könnt natürlich noch in den anderen Flügel reingehen und euch da die Seelenasche holen, dann ist vorbei. Ja, warum sollte man es machen? Ja, wie gesagt, es ist Abwechslung und man kommt, ganz ehrlich, man kommt leichter durch die 8 Ebenen durch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Klasse habt, die von vornherein irgendwie schlecht Anima-Boni kriegt, ja, dann seid ihr hiermit vielleicht sehr gut aufgestellt, weil ihr mal auf jeden Fall mit den Chor der toten Seelen hier durchkommt. Und auch recht entspannt, muss ich dazu sagen. Wenn ihr die richtigen Boni kriegt... So, was hat er jetzt für mich? Ach, schon wieder nur Allrounder. Also Leute, ganz ehrlich, dieser Run ist nicht so geil. Ich will euch das Event zeigen und er gibt mir einfach keine vernünftigen Boni hier auf Ebene 1. Ich hoffe, das wird noch. So, wir achten mal drauf, dass wenn er irgendeinen harten Hieb macht, dass wir da mal unsere Phasenverschiebung reinkloppen und das abfangen. Momentan macht er halt X. Seine Zauberzeit ist verringert, dann sollte das eigentlich passen, wenn er irgendwas macht. Aber der macht viel Nahkampfschaden. Wir haben auch noch keine Heilung, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Wir sind auch schon auf die Hälfte runter und er macht uns vielleicht gut fertig. Er kommt auch mal in die Phasenverschiebung rein, er scheint nur Nahkampf zu machen. Wir müssen uns mal ein bisschen orientieren, dass wir uns gleich mal verdieseln. So, wir nehmen mal jetzt hier ein bisschen Abstand. Jawohl, warum, was war das jetzt? Warum wurden wir denn jetzt geheilt? Voll geheilt? Ach, weil wir unter 20% gefallen sind, Leute. Stimmt. Mega nice. Jetzt müssen wir zusehen, das passiert nur einmal pro Kampf, dass wir ihn hier... Ne, pro Ebene sogar, ne? Dass wir ihn jetzt langsam mal kaputt kriegen. Ja, komm, voll um. So, und jetzt gibt mal was Schönes, Rare Mob. Erhöht die Meisterschaft ist sehr gut, da wir dadurch mehr Schaden machen. Verringert im Kampf aber, würde ich hier an der Stelle nehmen und würde ich euch auch empfehlen, weil später kriegt ihr ordentliche Kellen. Und hier kommt ihr auf 25% weniger Schaden im Kampf. Das ist schon gut. Und Tempo ist jetzt nicht so wichtig. Später kriegt ihr genug Boni, die den Chor stark machen. Na, ich muss labern. Der hat noch nichts gekriegt hier. Leute, was ist los? Komm. Jetzt mal rein jetzt hier. Schön die Schattenwelle gewämst. Es ist natürlich auch nicht so einfach, jetzt fehlt er mich natürlich, das abzupassen. Man kann die unterbrechen mit dem klagenden Schuss. Jetzt hat er allerdings eine Abklingzeit von 8 Sekunden und dann noch eine Cast-Zeit. Also es ist nicht so einfach, dann was zu unterbrechen. Gut, wir haben jetzt die Zauberzeitverringerung genommen bei den Gegnern. Wir müssen einfach mal drauf achten. Ich setze halt zur Zeit diesen klagenden Schuss einfach DPS-mäßig einfach immer mal drauf. Aber na gut. So, die Schattenkirscher hier, die sind aber trotz der ziemlich schnell. Ja, komm, jetzt aber. Zack. Jawohl. Jetzt haben wir ihn gekickt. Jetzt kann er erstmal ein paar Sekunden uns nicht vieren. Wunderbar. So, Bengels. Du hörst auf mit Schatten. Wir hauen hier unsere Phasenverschiebung rein. Und dann komm, schnell verum. Ja, sehr gut. Ja, Freunde, der hier wird uns ordentlich Kante geben. Da müssen wir mal sehen. Unsere passive Fähigkeit reckt uns hoch. Und wir können leider nicht mehr uns voll heilen. Schauen wir mal, dass wir hier häufig die Phasenverschiebung nutzen. Weiß gar nicht, ob der irgendwas... Oh, ja, mal die Phasenverschiebung rein. Jetzt mal ein bisschen Schaden rausnehmen. Ja, das konnten wir kicken. Das war gut. Und mit einem Crit sogar. Aber der gibt uns ordentlich. Wir haben auch nur Rotzboni gekriegt. Das finde ich gar nicht mal so schön. Gleich mal die Phasenverschiebung angehauen. Wir müssen vielleicht sogar mal in den Vari gehen. Es geht jetzt gerade nicht anders. Hau mal hier ein bisschen Parry rein. Da springt er natürlich direkt hinter mich. So, wieder in den Chor rein. Und gut. Und das kann man halt machen. Man kann halt switchen. Wir regen hoch durch unsere passive Fähigkeiten. Wenn das Parieren noch an. Puh. Ja, so, hier haben wir schon, jetzt geht's langsam los. Also, Phasenverschiebung, halt alle Verbündeten innerhalb von 10 Metern um 7000, fast 8000, so.
Nicht nur, dass wir für 1,5 Sekunden jetzt weniger Schaden kriegen, jetzt heilen wir uns und alle Verbündeten. Das heißt, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, könnt ihr euch gegenseitig immer mit der Phasenverschiebung hochheilen. Das ist schon sehr stark. Wir nehmen hier natürlich die Heilkugel mit, die hat uns jetzt gerade geholfen. Warum haben wir die vorhin nicht gesehen? Was soll der Rotz? So, jetzt aber durchs Tor hier und ruckzuck da durch. Und das ein paar Mal gesteckt zum Beispiel. Dann könnt ihr mit Phasenverschiebung euch einmal voll heilen. Alle, was hat die für eine Abklingzeit? Wir können mal gucken, jetzt sind wir hier wieder raus. Ach ja, immer wenn ihr die Ebene wechselt, verlasst ihr die Form. Müsst ihr da einfach direkt wieder rein. So, die Phasenverschiebung hat 12 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, ihr könnt euch dann alle 12 Sekunden praktisch voll heilen. Und wenn ihr natürlich höhere Aufladung da drauf kriegt durch den Anima-Boni, dann könnt ihr natürlich euch Dauer voll heilen und kriegt weniger Schaden. Und dann seht ihr schon, werdet ihr auch hier mit dem Chor fast unsterblich. Und ich mag ja Unsterblichkeit-Builds. Müsst ihr ja eigentlich inzwischen von mir kennen. Schnell. Oh ja, geil. Ach, ich mag es nämlich nicht, von diesem räudigen Sack hier rumgefiert zu werden, weil dann gibt es auch noch ordentlich Schaden. Wir haben noch nichts, was unsere Stats boost, deswegen sind wir noch so schwach im Damage. Wir müssen mal sehen, dass wir da bald ein bisschen was kriegen. So, wir teleportieren uns hier hoch, weil wir die Animazelle gesehen haben, die natürlich ganz klar eine Falle ist. Komm her, klagender Schuss. Typ. Kommt der gecheat die Treppe hoch? Ja, während ich hier infight bin, anscheinend mir mal zu helfen. So, komm her, Digga, was los? Klagender Schuss und die Schattenwelle. Da mache ich mal schnell unsere Phasenverschiebung ran und ein bisschen Schaden rausholen. Jetzt brauchen wir einen Schuss hier, ne? Ja gut, unterbrochen. Was macht er jetzt? Verbergender Nebel, interessiert mich nicht. Mach Schattenschaden hier und zack und weg. Ja, und dann gibt der Rotzsack uns nicht meine Animazelle. Das ist schon frech. Ist mir eigentlich auch in letzter Zeit aufgefallen, mir schon häufiger passiert auch mit dem Krieger, dass wenn man einen Ram-Mob killt, dass er einfach keine Animazelle danach droppt. Blizzard, da muss nachgearbeitet werden. Das ist schlecht, wenn ihr dann auf Ebene 12 oder so in den gewohnten Korridoren einen Ram-Mob killt, euch da abrackert, was weiß ich, und dann droppt ihr nicht mal eine Animazelle. Das ist böse. Ja, also da muss dringend nachgearbeitet werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Müssen die Devs sich mal drum kümmern. So wie der jetzt eben, ja. Eine Fake-Anima-Zelle, dann machst du einen platt und dann hinterlässt er nicht mal was. So ein Arsch, ne? Und geht gar nicht. Zack, habt ihr gesehen, Phasenverschiebung. Nehmt den Schaden aus mir raus, plus halt mich voll und hinter uns haben wir natürlich so eine Zelle, wenn es mal eng wird. Der schöne Anima-Boden. Jetzt fall doch um, Mann. Junge. So, hier rein teleportiert. Wo gehe ich überhaupt lang jetzt? Wo will ich denn? Ich glaube, ich will da zuerst hoch. So, die beiden jetzt mal hier verpoolt. Schattenwelle rein. Ja, keine Sorge, Leute. Das macht irgendwann noch alles doppelten Schaden hier. Und dann habt ihr später auch mehr Crit für nochmal doppelten Schaden. Dann kreditet das hier schon mit 20.000. Wenn es gut läuft. Momentan läuft es natürlich schlecht. Das muss ich echt sagen. Wir haben hier echt gerade einen miesen Run. Keine guten Boni gekriegt. Wir können ja auch keine harten Puls machen. Hier so extravagant mal alles hier holen. Ist nicht. Das nervt mich gerade ein bisschen. Weil das slowt uns natürlich. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, weil auf Sterben habe ich gerade gar keinen Bock. So, was haben wir jetzt hier? Erhöht das verdiente Phantasma, während ihr Teil des Seelenkors seid, um 50%. Das müssen wir mitnehmen. Aber ich glaube, ich habe das mal probiert. Ich habe da keinen Unterschied gesehen. Es könnte auch verbuggt sein. Blizzard, wenn ihr das seht, schaut da mal nach, ob das vielleicht verbuggt ist. Dass 50% mehr Phantasma kriegen, während ihr Teil des Seelenkors sind. War, glaube ich, so. Wir sind mal vorsichtig. Ich nehme erstmal die beiden Creeps hier mit an der Seite raus. Dann holen wir uns mal so einen dicken Finsternis-Bronn hier ran. Ihr wisst schon. Bronn von den Kyrianern, ne? So, Freunde, komm her. Klagender Schuss und ich hoffe, er kommt alleine. Glück gehabt. Jetzt können wir ihn nur schön zersägen hier einzeln mit der Schattenwelle. Und mal wieder voll geheilt. Durch Phasenverschiebung, die klingt dann schön ab. Wir haben auch echt noch gar nichts gekriegt, was Damage macht. Und ich will jetzt hier keinen Hybrid spielen und switchen. So, was ist das jetzt hier? Das ist auch schon wieder, ne? Das ist das, was ich meinte. Jetzt kriegen wir so geile Boni, die sind aber für den Krieger. Aber das hier, das ist nice. Das Ding gesteckt, dann kriegt er innerhalb von 8 Sekunden 50.000 Schaden unkritisch. Jetzt haben wir 25.000. Das müssen wir uns haben. Das ist schon drauf auf ihn. Auf der eine tickt schon runter. Guck mal, wie er runtertickt. Mal einfach 25.000 Schaden gekriegt. Einfach mal runtergetickt. Sehr geil. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir machen Schattenschaden. Das Ding ist Schattenschaden. Sehr nice.
Den nehmen wir. Aber keine Chorfähigkeit, ne? Und das ärgert mich halt. Ich wollte euch hier mal ein bisschen Chorfähigkeiten zeigen. Weil da gibt es richtig, ein paar richtig gute Dinger. Gut, aber ihr seht es dann ja irgendwann selber. Spielt es einfach, es macht unheimlich Spaß. Wenn man die guten Boni kriegt. Und ich würde es gerne wirklich in den gewundenen Korridoren spielen, aber ganz ehrlich, dann würde es auch zu einfach werden. Und das will Blizzard ja anscheinend nicht, dass die einfach sind, warum auch immer. Und statt da jetzt mal die Flure zu verdoppeln und dass wir uns da länger aufhalten können und was weiß ich. Ja, Freunde, Torgas hat in der Hinsicht ein bisschen sehr viel von seinem Potenzial bisher vergeudet, sage ich mal. Kleinen Moment, was haben wir hier? Ihr könnt sehen, Schattentor, ja, ihr könnt sehen, was hier anmacht. Ja, sehr gut. Ja, Leute, nach einem kurzen Break sind wir wieder zurück. Ja, der Mensch muss auch mal AFK gehen können. Und in Torgas kann man das ja zum Glück. In einem Mystic Plus Dungeon oder im Raid hätte das jetzt vielleicht anders ausgesehen. An wichtigen Punkten. Aber hier kann man mal eben eine kurze Pause einlegen. Und jetzt können wir auch direkt an der Stelle weitermachen. Hier steht ja noch eine Bagage rum. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Und da hinten ist, glaube ich, das kleine Kerlchen von unserem Kompagnon hier, das wir finden müssen. Da können wir mal zuerst hingehen. Gibt eine Animazelle. Und auf dem Weg dahin können wir ja mal kurz drüber philosophieren, an was es Torgas eigentlich mangelt. Weil es macht ja schon Spaß, aber so richtig kickstartet das Ganze noch nicht so wirklich. Und klar, man kann jetzt hier schon die gewundenen Korridore gehen und die habe ich jetzt auch schon alle geschafft. Und irgendwie fühlt es sich nicht so wirklich belohnt an, dass man das geschafft hat. Klar. Wir haben einen Mount gekriegt, mit dem wir uns im Schlund jetzt fortbewegen können. Normalerweise geht das ja nicht, aber das wäre so oder so früher irgendwann gekommen. Da wäre das Reiten erlaubt worden. Und ja, deswegen, warum die gewundenen Korridore gehen, warum schweren Content machen und dann dafür leider nicht wirklich entlohnt werden. Und irgendwann, ganz ehrlich, Freunde, Torgas ist ja angedacht gewesen, es soll Spaß machen und ein bisschen ablenken, aber irgendwann ist Spaß auch ausgereizt. Ja, dann will man ein bisschen mehr als immer nur Spaß haben. Und da Torgas uns von Anfang an der Erweiterung bis zum Ende begleiten soll. Ja, wir haben Knöpfchen gefunden. Ne? Jetzt gibt man eine Animazelle. Ja, da Torgas uns nun mal begleiten soll bis zum Ende der Erweiterung, muss da einfach noch ein bisschen mehr kommen. Meiner Meinung nach hätte das schon längst passieren sollen müssen. Und ja, meine Gedanken dazu sind, warum denn immer nur Leute mit Ausrüstung belohnen, die im gesamten Spiel wichtig ist, sage ich mal. Ja, so wie aus Dungeons oder Raids. Warum kann man nicht einfach hier von Seiten Blizzards her Ausrüstung entwickeln mit bestimmten Z-Boni, sage ich mal. Ich sage auch speziell Z-Boni, weil die ja schon seit Jahren nicht mehr im Spiel sind. Das ist sehr traurig. Die mochte ich immer. Warum nicht Ausrüstung herstellen mit bestimmten Z-Boni, die allein für Torgas gelten, die man allein in Torgas bekommen kann und die nur in Torgas wichtig sind? Ja, was weiß ich, Bewegungstempo-Dinger und Anima-Boni, die man auf Legendaries schmieden kann, könnte man doch auch einfach in Z-Rüstung packen. Und dann nicht nur in ein Z-Teil und sagen, ja, das ist euer Torgas-Set, sondern sagst du, das ist Torgas-Set Tier 1. Und das sind Tier 2, Tier 3 und immer verschiedene Boni, die eine andere Spielweise von deinen Klassen erlauben, weil Torgas ist ja nun mal da zum Eskalieren. Hier kannst du ja ohne Ende abgehen, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen, dass deine Klasse vielleicht anderen Klassen überlegen ist und overpowered ist und das wieder rumgeflamed und rumgeweint wird. Warum kommt der Krieger da unsterblich durch und ich als Dämoniker schaffe noch nicht mal eben eine 16. Ja, war am Anfang so, hab's aber hingekriegt. Nur mal so als Seitenhieb. Warum ist das so? Ja, das ist doch ganz einfach. Damit man der ganzen Sache aus dem Weg geht, kann man auch einfach nur Set-Boni machen, die nur in Torgas aktiv sind. Genauso wie die alten Legendary-Effekte, die nicht mehr aktiv sind, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, sage ich mal. Oder Set-Boni aus früheren Erweiterungen, die jetzt natürlich auf hohem Level in Shadowlands nicht mehr funktionieren. Das könnte man doch alles machen, indem man sich da Ausrüstung zusammenbastelt, die nur für Torgas gilt und die man nur durch Abschluss von den gebundenen Korridoren kriegt oder was auch immer. Das zum Beispiel wäre sehr schick. Und dann, Freunde, dann könnte man doch auch noch nebenbei dafür sorgen, dass Torgas einfach eine bessere Synergie eingeht mit den ganzen anderen Shadowlands-Spielen halten wie Dungeons oder Raids. Was will ich mit Synergie sagen? Also,
Wir gehen doch in die gewundenen Korridore, beziehungsweise wir gehen nur in die unteren Ebenen, um Seelenasche zu farmen, ja? So was ich gerade mache. Allerdings mache ich das genau einmal, naja, zweimal pro Woche, ja? Weil ich muss in beide Flügel rein, dann haben wir unser Maximum erreicht. Jetzt hat er mich hier rumgefiert, weil ich hier am Quatschen bin, weil ich hier meinen Standpunkt mal klar machen will. Muss ich ihm gleich mal verdeutlichen, dass wir den Turm hier an Schutt und Asche legen wollen und er da überhaupt sich nicht einzumischen hat, der Vogel hier. Wie dem... Oh, jetzt fängt er schon wieder an, ich kann nichts machen. Ah, Gott sei Dank, ich konnte sie sprengen. Ja, sehr gut. Also, wie dem auch sei. Wir gehen in Torgas die unteren Ebenen, um unsere Seelenasche zu farmen, die ein wöchentliches Cap hat. Das heißt, man kann nicht drüber als das, was man kriegt, ja. Hier in dem Flügel, wenn ich durch bin, sind es 570, glaube ich, und in einem anderen Flügel normal. Das heißt, wir haben dann unsere 1100 Seelenasche da geholt und dann war es das für die Woche. Und dann macht Torgas so gesehen keinen Sinn mehr mit eurem einen Charakter. Natürlich, dann könnt ihr mit dem Twink durchgehen, mit dem 12 Millionsten Twink. Aber mit der Figur, die euch am meisten Spaß macht, mit eurem Main-Charakter, macht Torgas dann keinen Sinn mehr. Ja, und das ist ein bisschen schade. Warum kann man nicht Torgas gehen, um sich andere Sachen zu farmen? Warum kann man nicht, Torgas gehen? Seelenasche farmen. Mit dieser Seelenasche läuft man dann zum Schmied hin und so wie jetzt stellt man sich Legendaries hin. Aber warum nicht den Schmied erweitern? Warum ihm nicht die Fähigkeit geben, mit der Seelenasche Items, Gears oder was auch immer, was man aus Dungeons und Raids kriegt, warum kann man das nicht aufwerten? Ja, so wie es zurzeit möglich ist mit dem PvP-Gear. So, was haben wir hier kurz? Wir sprechen gleich weiter. Wenn ihr nach der Existenz in einem Totenseelenkorps zu eurer körperlichen Gestalt zurückkehrt, fügt ihr Gegnern innerhalb von 15 Meter 5000 Schattenschaden zu und blendet sie für 8 Sekunden. Also da muss ich hin und her switchen, aber Hybrid will ich nicht spielen. Ich nehme Phasenverschiebung um 1 erhöht. Seht ihr, jetzt haben wir schon 2. Sehr stark. Was ich sagen will. Der Schmied, der jetzt schon existiert, der da ist, um Legendaries zu schmieden, das ist der Schmied aus den Schattenlanden, der mit diesen Komponenten der mächtigen Items herstellt. Warum kann man nicht eine Synergie eingehen und sagen, pass auf, jegliches Gear, was ihr in Dungeons und Raids kriegt, könnt ihr mit Seelenasche um 5 Item-Level aufstufen. Ja. Dann kannst du dir jetzt in Dungeons und Raids und LFR farmst du dir 187er Gear oder 200er Item-Level, sagen wir mal. Und dann gehst du hin zum Schmied und sagst, guck mal hier, mein wöchentliches Cap von Torgas habe ich ausgereizt. Ich habe alle Legendaries oder was weiß ich. Ich habe noch 1000 Seelenasche. Mach mir mal hier auf mein neues Bruststück, was ich gerade gekriegt habe, 5 Item-Level drauf. Und sagt er, klar, gerne, mach ich doch. Und zack. Und schon könnte man den Spielern wieder Progress in die Hand geben und sagen, guck mal, ihr seid selbst für euer Gear wieder verantwortlich. Ihr seid nicht mehr auf das Loot-Luck angewiesen oder nicht nur, besser gesagt. Und wenn ihr schon was kriegt, könnt ihr es auch aufwerten. Also meiner Meinung nach wäre das super, wenn man Torgas damit einbindet. Nicht nur, dass man Z-Teile für Torgas herstellt, die draußen nichts wert sind, außer vielleicht Item-Level und schick aussehen. Nur halt die Boni in Torgas funktionieren. Nein, man könnte auch dafür sorgen, dass mehr Seelenasche zur Verfügung steht, man mehr Seelenasche farmen kann, die man dann wiederum in Ausrüstung stecken kann, um sie stärker zu machen, sie aufzuwerten. Aber das sind nur so kleine Ideen. Ich habe mir da noch viel mehr überlegt, aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Und wir müssen hier nämlich dafür sorgen, dass unser Teleport 2 zusätzliche Aufladungen kriegt. Weil die automatischen Angriffe machen nicht so viel Schaden. Das um 100% zu erhöhen ist ein Flux und braucht man nicht. Wir nehmen lieber hier, dass wir jetzt 3-mal teleportieren können. Und das ist schon sehr, sehr stark. Denn wir sind jetzt hier beim Händler, ne? Passt mal auf, Freunde. Dann kann man nämlich hier jetzt komplett die ganzen Sachen kaufen. Für den Seelenchor. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine Aufladung von Phasenverschiebung. So, jetzt haben wir da. 3. Dann nehmen wir die Abklingzeit vom klagenden Schuss runter. Sind wir schon auf 6 Sekunden. Wichtig. Bewegungstempo ist irrelevant. Ist nicht so wichtig. Wir können ewig teleportieren. Den Radius vom Schmerz können wir noch mitnehmen. Wir können die Heilung noch erhöhen. Jawohl. Jawohl. Unser Schattenschmerz macht jetzt 15 Meter Reichweite statt 10. Dann nehmen wir hier noch natürlich Animazellen mit. So viel wie geht. Dann nehmen wir noch Vielseitigkeit mit für mehr Schaden. Und das war's. Ja, jetzt gucken wir noch in die Zellen rein. Ach Leute, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, in meiner Seelenchor-Form hier habe ich 25% weniger Schaden ab jetzt. Sehr nice. Auf jeden Fall. Ach, jetzt drückt er mir echt die Outdoor-Hits rein, ne? Ja, dann kommt, nehmen wir es halt mit. Was soll's. Jetzt haben wir jetzt Ebene 4, ne? Ja, ich wollte einfach nur damit sagen, es wäre doch richtig gut oder richtig schön, wenn Torgas einfach viel mehr
Das nehmen wir mit. Jawohl. Wenn Torghast viel mehr in die anderen Game-Inhalte mit eingebunden würde. Dass Spieler auch wirklich einen Sinn darin sehen, oh, wir gehen in Torghast. Und natürlich mehr Ebenen. Wir müssen ja auch höher kommen. Nicht irgendwann bei 18 Ebenen Schluss. Wir müssen ja irgendwann noch nach ganz oben kommen. Na klar, es ist noch ein paar Jährchen hin mit der Erweiterung, aber es geht ziemlich viel Zeit auch ins Land und jetzt sollte Torghast langsam mal ein bisschen zünden. Ja, jetzt sollte mal ein bisschen was kommen, was die Spieler motiviert und bei der Stange hält, da immer wieder reinzugehen und sich die Sehnerschüsse warmen, weil ganz ehrlich, wir können nur einen Legendary tragen. Und klar, man kann sich alle herstellen, dann hat man die Torghast-Ausrüstung, hat man schon mal wieder ein schickes neues Aussehen, aber man kann vielleicht später mit dem nächsten Patch oder übernächsten Patch dann zwei Legis tragen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Was soll man da noch in Torghast? Ne? Irgendwann ist der Spaß ausgereizt, nach einem halben, dreiviertel Jahr oder was. Und dann ist es auch irgendwo nur noch eine Pflicht, reinzugehen und ein Zwang, komm, ich brauche die Seelenasche, sonst... aber ich habe ja eigentlich alles, wofür brauche ich denn noch die Seelenasche, Leute? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich in Torghast reingehe. Und da sollte der Schmied einspringen mit anderen Möglichkeiten, die Seelenasche zu verwenden. Nicht hier, was alle schreien nach Valor Points und hier, ich brauche neue Marken, um meine Ausrüstung zu verstärken. Nein, ganz ehrlich, und angeblich kommt das mit dem nächsten Patch. Nein, ihr braucht nicht neue Marken, um eure Ausrüstung zu verstärken. Ihr solltet das mit Seelenasche machen können. Ja, damit Torghast ins Spiel weiter in die Spieltiefe eingebunden wird. Hier soll nicht wieder eine neue Währung reinkommen. Hier, komm hier, ich farme mir in Dungeons und Raids hier Münzen. Die kann ich dann 2000 Stück ausgeben, damit ich dann 10 Item-Level kriege. Warum so ein Blödsinn machen? Ich meine, klar. Aber es ist dasselbe Prinzip, wie in Torghast die Seelenasche dafür zu verwenden, um seine Ausrüstung zu verstärken, und das wäre schon fertig. Man müsste nur halt eine kleine neue Option schreiben beim Schmied und dem dann sagen, hier, pass auf, mit der Seelenasche, wenn der Spieler dir das bringt, darfst du dem die Ausrüstung erhöhen. Nein, da fügen sie wieder eine neue Währung ein und machen das Ganze wieder einen Ticken komplizierter, aber gut. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Torghast sollte einfach ein bisschen mehr in die anderen Game-Inhalte integriert werden und nicht so als Standalone-Version, sag ich mal, für, ach komm, wir testen mal, wie Torghast so funktioniert, was die Spieler davon halten. Ja, das wissen wir jetzt. Das haben wir auch schon in der Beta gesehen. Ist geil. Jetzt könnt ihr Synergie schaffen mit den restlichen Inhalten, den restlichen Endgame-Inhalten. Wenn wir zum Beispiel Raid-Gear farmen, Item Level 230, ja, Legendaries haben 235, und dann gehst du hin und sagst, hier, Schmied, guck mal, ich habe jetzt hier Ausrüstung aus dem Raid. Ich hätte jetzt gerne die ein bisschen stärker gemacht und hier habe ich auch noch 1000 Seelenasche, mach mal. Wäre optimal. Kann mir keiner was anderes erzählen. Könnt ihr aber gerne machen in den Kommentaren. Schreibt mir eure Meinung dazu und vielleicht habt ihr auch eine andere oder ähnliche Idee und würdet euch wünschen, dass das so gemacht wird. Oder was ihr allgemein von Torghast haltet, außer halt Fun Factor, ja oder nein, sondern was man mit Torghast noch so machen könnte. Ich werfe nochmal in den Raum Set-Gegenstände. Meiner Meinung nach auch gerne 8er Set Boni allein für Torghast und richtig coole Dinger und natürlich die Seelenasche dazu verwenden, um das Standard-Gear aufwerten zu können und das dann halt mit Patch von Patch immer erweitern. Sagen wir, komm, ihr könnt mit Seelenasche 30 Item Level gewinnen insgesamt. Ja, auf jedem Item, da hast du erstmal eine Weile was zu farmen, ne, bei 12, 13 Gegenständen, die wir haben. Und dann willst du die Max-Gear haben, das heißt, du gehst End-Content, den höchsten, den du kriegen kannst, nimmst das Max-Gear mit und klopfst dann da Seelenasche nochmal oben drauf. Ja, aber es liegt halt in deiner Hand, in eurer Hand sozusagen. Das wäre dann Kriegsgeschmiedet und Titangeschmiedet 2.0. Der Random-Faktor fällt komplett raus und der Spieler hat es selbst wieder in der Hand, seine Ausrüstung um insgesamt, was weiß ich, 30 Item-Level, wie ich schon sagte, zu erhöhen. Das wäre schön. Wir Spieler wüssten, worauf wir farmen können. Wir gehen in Torghast mit einem Sinn dahinter, unsere Ausrüstung im Endeffekt stärker zu machen. Und ja, das wäre doch mega geil. Natürlich die kosmetischen Sachen, davon mal ganz abgesehen, da sollte es natürlich auch zigtausende von geben, würde ich fast sagen. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen aufwendig, das alles zu machen, aber kommt mir jetzt bloß nicht mit dem nächsten Patch. Torghast bietet euch die Möglichkeit, ein einziges neues Aussehen zu farmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich will auch ein bisschen kombinieren. Ich will mal gucken, was schick ist und so. Ich will ja meine Figur auch schick kleiden, sage ich mal. Aber, naja, abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Das von Blizzard werden sich da schon was einfallen lassen. Und vielleicht hören sie ja ab und zu mal, schauen ein paar Videos von uns YouTubern und dann kommen sie auf die Idee, Mensch, ja, das klingt ganz gut. Machen wir so ähnlich.
Aber so ähnlich ist dann meistens nicht ganz so geil, aber ihr wisst schon, was ich meine. Sollen sie einfach mal ein bisschen geil machen hier, Torgast, um seine Daseinsberechtigung, möchte ich fast sagen. So, Schmerzenschrei nochmal 5 Meter, ja, sehr geil. Greifen mich hier an, sag mal, seid ihr bekloppt? Also, jetzt hört's auf. Lauter Quatschen und Wunschdenken, was Torgast werden könnte, gar nicht mitgekriegt, dass ich die Bagage ja auch schon am Arsch habe. Müssen wir aber langsam mal hier intervenieren, ne, und einsteigen. Muss ich mal rüberkommen und einsteigen, ne? Das ist so nicht. Ah, uns fehlt es noch ein bisschen an Damage. Wir müssten auch mal ein bisschen, was ist hier? Ah, klarer Schuss, das ist sehr gut. Und Feuer. Und Feuer. Und da mal hin teleportiert. Das unterbrochen. Da mal hin teleportiert. Ach, er geht auch so selten da, man noch so ein Panzer, der erst runter muss. Oh mein Gott. Deswegen geht er so schwer down. Das Zermalmen wieder schön unterbrochen mit dem klagenden Schuss. Den Crit-Boni geholt, die Heilung unterbrochen. Mal selber ein bisschen geheilt. Wenn die Schattenwelle auch noch unterbrechen würde, das wäre nice. Ich muss die ganze Gruppen unterbrechen. Genau, 1% und Ende. Jawohl. Wunderbar. 570 Seelenasche. Einfach mal so eben geholt. Hat ein bisschen gedauert, aber das Event Chor der Seelentoten oder Chor der Totenseelen. Wunderbar, macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mit mir und ihr habt auch schon angefangen, es auszuprobieren oder werdet es jetzt auf jeden Fall machen. Ich kann es nur empfehlen. Und ansonsten denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke drücken. Nur so seid ihr mal auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos angeht. Schaut euch auf jeden Fall auch all meine anderen Videos an. Wie immer unter diesem Video hier verlinkt und in den Playlists zu finden. Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Ich bin raus. Tschüss.